Andreas Vogelsammer, Neuzugang von Arminia Bielefeld, gerade angekommen in Belek. Ja, in Heidenheim hast du den Vertrag aufgelöst. Das ging alles ziemlich schnell. Erzähl doch mal, wie die letzten Tage für dich abgelaufen sind. Ja, die letzten Tage, die waren schon mit Stress verbunden, mit der Auflösung, dann hierher die ganzen Untersuchungen und alles machen und dann relativ früh schon wieder im Flieger zu sitzen und hier ins Trainingslager mitzufliegen. Aber ja, das wollte ich, dass das schneller über die Bühne geht. Und deswegen bin ich froh, dass das jetzt auch alles so schnell geklappt hat. Warum klappt es für dich nicht mehr in Heidenheim? Ja, weil man mir klipp und klar gesagt hat, dass man nicht mehr mit mir plant, beziehungsweise nicht zufrieden ist mit der Ausbeute der Stürmer. Und ja, ich wollte jetzt nicht irgendwie einfach nur rumsitzen und der Mannschaft zuschauen, sondern ich will ja selber auch spielen und deswegen habe ich dann gesagt, wenn man mit mir nicht mehr plant, was mit mir dann auch deutlich gesagt worden ist, ist es besser, wenn man einen Schlussstrich zieht und das haben wir dann gemacht und ich glaube, das ist dann für alle Seiten das Beste. Was sind deine persönlichen Ziele bei Arminia und was glaubst du, kann die Mannschaft am Ende der Saison erreichen? Ja, meine persönlichen Ziele sind natürlich der Mannschaft zu helfen und mit Toren, mit Vorlagen, mit guten Leistungen. Ich hoffe, dass dann auch die Mannschaft davon profitiert, damit man als Team gute Leistung bringt, geschlossen auftritt und die Punkte einfährt, die wichtig sind. Was ist deine Lieblingsposition oder bist du da nicht so festgelegt? Ja, ich bin eigentlich Stürmer, aber ich denke mal, ich kann in der Offensive mehrere Positionen spielen, ob das jetzt auf den Außen ist, ganz vorne drin oder ein bisschen hängen, das ist dann, ja, das bleibt dem Trainer überlassen, wo er mich aufstellt. Ich will spielen. Und ich werde dann auch immer das Beste geben. Dann danke und einen guten Start erstmal bei Arminia. Danke auch.